Jeden Tag kommen sie in Europa an. Flüchtlinge heute Morgen in Athen. Für viele ist das Ziel Deutschland. Es ist vor allem Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik, der die Landtagswahlen bestimmt. Viel mehr als regionale Themen. In Baden-Württemberg verliert die CDU im aktuellen Politbarometer und kommt auf 29%. Die Grünen sind mit 32% stärkste Partei. Die SPD legt zu auf 14%. Die FDP verliert jetzt bei 6%. Die Linke mit 4% nicht im Landtag. Die AfD bei 11%. Die grün-rote Regierung von Ministerpräsident Kretschmann hat 2 Tage vor der Wahl plötzlich wieder eine Chance auf eine Mehrheit. In Rheinland-Pfalz legt die SPD zu und liegt mit 36% jetzt vor der CDU mit 35%. Die Grünen verlieren und kommen auf 5,5%. Die FDP legt zu auf 7%. Die Linke mit 3% nicht im Landtag. Die AfD verliert jetzt 9%. Ministerpräsidentin Malu Dreyer liegt mit ihrer SPD jetzt knapp vor der CDU. Für eine Fortsetzung von Rot-Grün würde es aber nicht reichen. In Sachsen-Anhalt kommt die CDU auf 32%, die Linke legt zu auf 21%, die SPD verliert jetzt 14%, die Grünen 5%, die AfD hier sogar bei 18%, die FDP nicht im Landtag. Die AfD also in allen drei Ländern stark. Dadurch verschiebt sich einiges im Parteienspektrum. Die etablierten Parteien geben fast überall Stimmen ab. Dadurch reicht es kaum noch für die klassischen Zweierbündnisse Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Und selbst für die Große Koalition, die bisher immer ein Ausweg war, könnte es knapp werden, siehe Sachsen-Anhalt. Fast jeder zweite Wähler weiß aber noch nicht, wen er am Sonntag wählen wird. Noch ist also alles offen.